Ich habe euch gefragt, was für ein Video ihr für diesen Donnerstag wollt, und dabei kam dieser Kommentar bei Instagram. Und los geht's mit dem Video. Welches Video es nächsten Donnerstag geben soll, darüber könnt ihr oben rechts abstimmen. Aber jetzt wirklich los geht's mit dem Video. Und zwar, wie kam ich eigentlich zu meinem YouTube-Kanal? Eines Tages hat mir dann ein Freund, ich nenne den ganzen Freund jetzt einfach mal Person V, ich bin Person F für Fabian, dieses YouTube gezeigt. Damals war es noch White Titty, die ja früher einen riesen Kanal hatten, die ja leider kein YouTube mehr machen. Und so kam ich dann zu diesem YouTube. Ja, und erst habe ich so gedacht, naja, was ist das? Aber dann irgendwann hat es mir richtig Spaß gemacht, diese Videos von White Titty zu schauen. Dann später schaute ich über YouTube einfach massenhaft Musikvideos und so wurde YouTube einfach zu meiner Musikplattform. Eines Tages war ich dann mit einem Freund draußen, ich nenne den Freund jetzt mal Person B, ja, orientiert sich an seinem ersten Buchstaben des Namens. Und zwar waren wir draußen und haben mit Böllern experimentiert und irgendwann hatte er das gefilmt und dann kam ich auf die Idee, hey, lass doch mal einen Kanal machen, auf dem wir filmen, wie Böller gezündet werden. Der Kanal war dann auch recht schnell erstellt und der ganze Kanal hieß LAB, was so viel hieß wie Like a Böller. Und ja, Video 1 war über Böller, Video 2 war über Böller und ja, was soll da die Zukunft bringen? Das haben wir dann sehr schnell eingesehen und den Kanal dann auch wieder dicht gemacht. Irgendwann beschloss ich dann auf diesem YouTube wieder einen neuen Kanal zu machen. Und zwar kam es dann zu dem Namen Too Flash. Und zwar die 2 stand damals für 2 Personen, einmal mich und dann Person R, das ist Erasmus, der war ja auch schon in vielen Vlogs dabei. Und Flash sollte einfach irgendeinen coolen Namen darstellen. Wir hatten da einfach keine bessere Idee und ziemlich viel war auch schon vergeben. Aber zu zweiten Kanal führen war halt immer hammerschwer, weil man sich immer treffen musste. Man musste alles zusammen besprechen und so haben wir dann eben beschlossen, dass ich allein den Kanal weiterführe. Ich machte dann alleine auf dem Kanal anfangs News und Comedy. Bei News machte ich so kleine Kurznachrichten, aber da habe ich jetzt einen eigenen Kanal und so blieb dann nur noch Comedy übrig. Durch das Projekt App-Entwickler-Netzwerk wurden dann Rasmus und ich zu O2 nach München eingeladen und zwar da zu denen ins Hochhaus. Mega cooles Hochhaus, Grüße an der Stelle. Ja, und ich habe gedacht, das ist ja eigentlich eine ganz coole Sache, warum, ja, vlogge ich dann nicht mal mehr. Und so kam es dazu, dass ich da meinen ersten Vlog gedreht habe, also meinen ersten richtigen Vlog. Und mir hat es total viel Spaß gemacht. Und durch diese ganzen Umstände kam es dazu, dass ich heute einmal Unterhaltung, wie beispielsweise die WhatsApp-Pranks, und Vlogs, wie beispielsweise meine Sylt-Vlogs mache. Ja, das war so ein bisschen die Geschichte, wie es zum YouTube kam. Genau, und zwar wird es über das ganze Jahr 2016 noch einen ausführlichen Jahresrückblick mit Videoausschnitten etc. geben. Der kommt dann so um Silvester. Das war's jetzt auch schon mit dem Video. Stimmt oben rechts ab, was als nächstes am Donnerstag kommen soll, indem ihr auf diesen Infopunkt, also auf den i-Punkt drückt. Vielen, vielen Dank an euch alle, an alle, die mich unterstützen, an die Leute, die aktiv Kommentare schreiben, die meine Videos schauen, die meine Videos liken. Fettes Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.